Klaus Schmidt wusste es, seine Hartberger brauchten einen Sieg, um aus eigener Kraft fix in der Liga zu bleiben. Stammkeepers Wette fehlte krank, Sallinger war im Tor. Während Rieds Christian Heindle aufs gleiche Personal wie gegen den LASK setzen konnte, ein Punkt sollte Ried für den Nichtabstieg genügen. In der Anfangsphase bekommen auch hier alle rasch mit, dass Alltag führt. Alles andere als optimal für beide Teams. Die Hartberger mit dem besseren Start. Und was für ein Start es war. Afdiay in der 5. Minute mit dem 1:0. Er neu in der Startformation und er sollte der prägende Spieler in der Offensive der Hartberger werden. Heil mit dem Ballgewinn. Er war mit einem überdehnten Kreuzband in diese Partie gegangen. Ein enormes Risiko, aber das sollte sich bezahlt machen. Afdiay von Aydin bedient, Plavotic verladen und am Ende hat Shahin Radlinger keine Chance. Und damit die Rieder zu diesem Zeitpunkt auf dem Abstiegsplatz. Weiter Druck machen, aber die Hartberger die nächste Chance durch Aydin. Wunderbar abgenommen, die Flanke von Farkas und dann Shahin Radlinger wieder stark. Kurz darauf gleich die nächste Möglichkeit, der Oststeirer und wieder Donis Afdiay entscheidend beteiligt. Die Hartberger drücken in der Anfangsphase bereits auf das 2:0. Dann spricht sich der Rückstand der Admira herum. Das hilft natürlich beiden Clubs. In der 17. Minute wacht dann auch die SV Ried auf. Poma mit der Hereingabe und Stefan Nutz mit der ersten Möglichkeit der Innviertler. Fein vorbereitet von Poma, Nutz völlig frei und dann fehlt ihm das entsprechende Timing. Unmittelbar danach aber schon wieder eine Gelegenheit für die Hartberger. Und wieder Afdiay. Der war aufgeladen, hatte viele Chancen, hat sich stark bewegt. Auch hier vorbei an Kracker. Und die Rieder hatten es Shahin Radlinger zu verdanken, dass sie weiterhin nur mit 0:1 im Rückstand waren. Na, kurz darauf erfahren alle vom zweiten Tor des LASK gegen die Admira. Das bringt ein wenig Erleichterung. Die Rieder nach einer halben Stunde mit dieser Gelegenheit durch Nene. Gute 1-gegen-1-Situation, sein Schuss am Ende dann doch deutlich vorbei am Tor von Sallinger. Bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann noch eine Riesenmöglichkeit für die Hartberger. Afdiay wieder mittendrin, sein Abschluss von Shahin Radlinger noch berührt und dann der Ball ans Aluminium. Klaus Schmidts Team mit einer verdienten Pausenführung. Hartberg weit weg vom Abstiegsplatz. Aber er weiß auch momentan sein Ex-Club, die Admira, letzter. Auch in der zweiten Hälfte. Die Hartberger zunächst gefährlicher. Dario Tadic nach einer Stunde knapp vorbei am Tor. Gute Aktion von ihm, auch wenn er in diesem Spiel nur selten Momente hatte. Kurz darauf wird er ausgewechselt. Für ihn kommt Seth Paintil in die Partie. Und Paintil sollte gleich in Szene gesetzt werden. Schöne Hereingabe. Und dann Paintil an seinem 26. Geburtstag gegen seinen Ex-Verein mit der Kopfballmöglichkeit. Aber die Hartberger verpassen das 2:0. Und so kommen auch die Rieder wieder zu ihren Momenten. Poma mit dem Strafraum, sein Abschluss noch leicht abgefälscht. Und dann Seyfettin Chabi mit dem 1:1. Der wurde erst in der zweiten Hälfte eingewechselt. Die erste Chance für ihn. Und die nutzt er. Klar, keine Abseitsposition. Sallinger noch dran und dann steht Chabi Gold richtig. Das ändert an der Tabelle in diesem Moment aber nichts Wesentliches, da die Admira in Pasching weiterhin deutlich hinten liegt. Aber plötzlich für die Rieder auch die Führung möglich. Nutz mit dem Freistoß, der wird von der Mauer noch abgefälscht. Und am Ende geht der Ball nur knapp vorbei am Tor. Die Schlussphase gehört dann aber wieder den Hartbergern. In der 83. Minute zunächst die Gelegenheit für Paintil und dann Jürgen Heil aus der zweiten Reihe nur knapp drüber. Was für eine Leistung von ihm, mit dieser Verletzung ins Spiel zu gehen und dann so abzuliefern. Eine beeindruckende Vorstellung von Jürgen Heil. Kurz darauf dann wieder Heil mit der Vorlage für Afdiay. Der Ball im Tor, aber rasch geht die Fahne nach oben. Die Abseitsposition angezeigt und nicht das 2:1 der Hartberger. Und das hat das Schiedsrichterteam von Walter Altmann völlig richtig erkannt. Afdiay ein paar Zentimeter vorne. Der VAR hat es nochmal überprüft. Und das Tor hat zu Recht nicht gezählt. Siegtreffer gibt es so keinen mehr. Der hätte aber am Wesentlichen in Hartberg auch nichts mehr geändert. Die Niederlage und der Abstieg der Admira wird allen gewahr.
Hartberg und Ried trennen sich auch im vierten Bundesliga-Duell in der Oststeiermark mit 1:1. Und das Allerwichtigste, beide Clubs bleiben in der Liga. Was folgt, ist Freibier für alle und eine fahnenschwenkende Brigitte Annerl.